Ja, die Hälfte der erfolgreichen Mixstaffel ist schon da. Herzlichen Glückwunsch, Simon Schemp, Arndt Peiffer. Großes, tolles Rennen. Haben Sie die ganze Zeit mitbekommen, was da hinter Ihnen los war, Simon? Wie Martin Foucault immer dichter kam? Ich habe es schon mitbekommen, aber der Puffer war schon noch da. Aber ich war mir definitiv noch nicht sicher und bin schon noch Vollgas gelaufen. Aber es hat gereicht und natürlich ein enorm cooler Start für uns in die Weltmeisterschaft. Bleiben im ersten Platz und ja, ich glaube, ich spreche für alle, dass wir glücklich sind. Ja, wir gratulieren auch den beiden Damen, die jetzt dazugekommen sind, Laura Dahlmeier und Vanessa Hinz. Herzlichen Glückwunsch. Simon, Sie haben vor dem Start, Sie müssen gleich weg. Eine kurze Frage noch. Mit Martin Foucault noch mal erzählt, haben wir gesehen. Haben Sie das da besprochen, dass Sie das am Ende noch mal ordentlich spannend machen wollen? Nee, eigentlich nicht. Wir haben uns nur viel Glück gewünscht gegenseitig und nur ein gutes Rennen gewünscht. Und ja, das war das Ganze. Hat ja geklappt. Vielen Dank. Sie müssen sich schnell umziehen. Mixstaffel-Weltmeister Arndt, ist das ein gutes Omen? Hat das Einfluss auf den Fortgang der Titelkämpfe, wenn es so erfolgreich, so toll losgeht? Naja, zumindest haben wir jetzt erstmal ein riesen Erfolgserlebnis gleich im ersten Rennen gehabt oder haben eins und das ist natürlich erstmal schön, aber klar ist natürlich auch, man muss es sich in jedem Rennen wieder neu erarbeiten, aber wir haben gesehen, wir sind dabei. Und der Erfolg, den kann uns jetzt erstmal keiner mehr nehmen. Nö, das will auch keiner. Vanessa Hinz strahlt auch als Weltmeisterin zum zweiten Mal. Ich habe eben noch mal nachgeguckt, 2015 mit der Staffel, jetzt heute. Sie haben gesagt, Sie sind sehr dankbar für das Vertrauen, dass Sie in dieser Staffel mitlaufen dürfen. Was bedeutet das für Sie, jetzt als Weltmeisterin hier zu stehen? Ja, ich bin nur ein bisschen sprachlos, weil in der Mixstaffel habe ich es einfach, ja, war ich noch nie ganz oben gestanden und ich habe mich wahnsinnig gefreut von den Trainern eben, dass die mir das Vertrauen gegeben haben und ja, es bedeutet mir schon ziemlich viel. Wir haben gerade gesehen, wie Sie reagiert haben, als Simon Schemp dann den letzten tatsächlich auch ins Schwarze gekriegt hat. Da fällt viel ab, kann ich mir vorstellen? Ja, natürlich. Also es hat gut funktioniert und dann zitterst halt doch immer mit und ich bin ein bisschen ein Nervfall, muss ich sagen. Und ich kann dann auch gar nicht so mitschauen oder hinschauen und bin ein bisschen abseits und war dann am Schluss total glücklich. Laura, sind Sie auch ein bisschen an Nerven oder sind Sie da cooler inzwischen schon? Ja, zuschauen fällt mir jetzt relativ leicht. Ich war eh noch beim Auslaufen, aber es sind trotzdem echt große Emotionen, wenn man da mit der Mannschaft gemeinsam ganz nach oben läuft. Zusammen mit den Männern, ich habe noch nie eine Mixstaffel gewonnen. Es ist überhaupt erst meine zweite Mixstaffel und ja, es bedeutet, glaube ich, schon der ganzen Mannschaft richtig viel, dass wir jetzt gleich beim ersten Rennen Weltmeister geworden sind. Ja, das glaube ich. Ich habe von Ihnen gelesen, Sie müssen immer stärker sein als der innere Schweinehund. Ist das nicht ein Duell, was meistens zu Ihren Gunsten ausgeht? Ja, es ist immer ein hartes Duell, man muss immer fighten. Also es ist nicht leicht, den eigenen Schweinehund überwinden. So eine Schlussrunde denkt man sich, ja, bleibe ich hinten, aber da muss man eben den Schweinehund überwinden. Nein, ich gebe noch mal alles, ich hole alles aus mir raus. Das sind die Sekunden, die Männer dann brauchen. Oder, ja. Und dieses Duell, das spannt dann natürlich auch und das hilft mir auch jeden Tag immer, alles zu geben. Wunderbar, prima. Ich danke ganz herzlich. Wir sehen hier nochmal Simon Schemp bei der Zieldurchfahrt. Gold also für Deutschland. Die Sehnsucht nach einem perfekten Start in diese WM. Sie war groß beim deutschen Team. Und diese Sehnsucht, Sven, ist aber sowas von erfüllt worden mit dem Titel, ne? Ja, also ich kann wirklich nur einen Hut ziehen und kann sagen, die haben vier haben wirklich hervorragend gearbeitet. Man braucht mit Superlativen, darf man wirklich nicht so sehr sparen. Ja. Heute, also die haben ein klasse Rennen geliefert und in dieser Konkurrenz, wie unterschiedlich das auch sein kann, auch wenn Frankreich mit Strafrunde war, der Druck unterwegs. Also es war schon eine Augenweide zu sehen und der Nachwuchs kann sich da schon eine Scheibe abschneiden. Es hat bestimmt viele Gründe gegeben, die wichtig waren für den Erfolg. Was war der wichtigste? Also ich denke, der Wichtigste war, dass jeder auf seiner Position sein Rennen gelaufen ist und hat gesagt, okay, das, was ich erreichen kann. Vanessa Hinz, ihr Rennen gelaufen, wirklich super auch am Anfang gelaufen, nur mit einem vielleicht zu viel Nachlader. Laura unter diesem Druck auch nicht so ganz einfach. Ja. Man kann sagen, okay, vielleicht zwei Nachlader so viel, aber trotzdem vom Laufen auch beherzt. Arndt, hervorragend, fehlerfreies Schießen, das muss man in dieser Situation erstmal schaffen. Auch stehen, ich habe das Gefühl, dass der ja gar nicht vorbeischießen kann. Mhm. Und dann der Simon mit diesem 21 Sekunden Vorsprung, das ist nicht so einfach. Dominik hat natürlich auch Druck gemacht, Dominik Windisch, und trotzdem da souverän ins Rennen gelaufen, also alle vier, wow. Wow, finde ich auch. Wir können uns nochmal, liebe Zuschauer, sozusagen als grafische Untermalung den Spielfilm dieser Mixstaffel anschauen, sehen dort die Nachlader, die gebraucht worden sind beim liegenden und im stehenden Schießen und auch die Platzierungen von 6 dann auf 1 und das ist dann auch bei der 1 geblieben.
Und wenn man die Zeiten so sieht, die sind alle innerhalb von knapp 10 Sekunden. Das heißt also, die Damen innerhalb 10 Sekunden sehr gleich, konstant, und aber auch die Herren. Und das sieht man eben, das ist eben wichtig bei so einer Staffel, dass man vier Athleten hat, die gleich gut laufen können, und dann ist auch immer ein gleicher Zug drin. Schlecht ist natürlich für eine Staffel, wenn Unterschiede drin sind, dass einer mal so ein paar Nachlader mehr hat oder einbricht im Laufen. So müsste es eigentlich sein. Genau, die Männer sind von der Laufzeit her auch beieinander. Die sind ja noch mal 1,5 Kilometer mehr gelaufen, ne? Deshalb diese Minute etwas länger. Genau, ja, da haben wir sie. 7 Jahre nach Hanti Mansisk, also wieder Gold für eine deutsche Mannschaft. Tolles Erlebnis an einem traumhaften Tag hier in Hochfilzen. Es wurde ja gerade schon gemutmaßt, was das für eine Auswirkung haben könnte für den weiteren Verlauf der WM. Du als ehemaliger Biathlet, wenn man mit so einer Goldmedaille dann in die WM startet, gibt das einen Schub fürs Team? Es gibt einen Schub, auch für die, die nicht gelaufen sind. Also sind ja einige heute auch nicht am Start gewesen. Es gibt einen Schub, weil man weiß, okay, wir können es. Die Staffel, wir sind und sozusagen dabei. Und da ist es so, dass erstmal schon einiges runterfällt an Last, weil es ist schon mal ein sehr guter Auftakt. Und ich würde wahrscheinlich überall in den Zeitungen stehen, Auftakt nach Mars. Und das gibt natürlich eine Beruhigung. Anders natürlich, wenn man sagt, okay, das lief überhaupt nicht und dann wird nachgebohrt, warum. Die Trainer winden schon heute auch das ein oder andere, wo sie nochmal sagen können, da geht es noch ein bisschen besser. Aber hier an dieser Stelle brauchen wir da überhaupt nicht meckern. Man braucht nicht meckern, und es ist genau andersrum als im Vorjahr im Übrigen. Da war Frankreich auf 1 und Deutschland auf 2. Jetzt mal sauber umgedreht das Ganze, und bei Nils Kaben haben sich eingefunden Marc Kirchner und Andreas Stitzel. Bin mal gespannt, ob der bei Stimme ist, weil der ja immer doch ordentlich schreit da draußen im Walde. Das werden wir gleich mal überprüfen, Alex. Erstmal herzlichen Glückwunsch, toller WM-Auftakt, wunderbares Ergebnis. War irgendwas, Marc, an diesem Rennen für Sie überraschend? Ja, vielleicht, dass wir gewonnen haben, war überraschend. Dass wir mit dabei sind und um die Medaillen kämpfen. Aber wenn es dann natürlich so ausgeht, das kann man nicht planen. Und das ist immer ein bisschen eine Überraschung, wenn man dann doch auf der 1 steht. Die Grundlage dafür, das hervorragende Schießen von Arne Pfeiffer? Ja, der hat eine sensationelle Stehenserie geschossen. Es ist immer so, wenn natürlich einer dann das, auch ein bisschen das Glück hat, dass er so eine Serie schießt und alle anderen auch ein paar Federn lassen, wie es ja genau in dem Part passiert ist, dann reißt auch mal so ein richtiges Loch. Und ich glaube, das war auch erstens der Matchwinner, aber auch gerade für den Simon ganz wichtig, das Polster hinten drauf zu haben. Ja, und in einer atemberaubenden Zeit von 9 Sekunden vom 1. bis zum 5. Schuss, also sieht man auch nicht so häufig. Sind Sie, Anni, schon wieder ein bisschen bei Stimme? Sie haben ja von den Trainern am meisten, so ist körperlich am meisten zu tun. Ja, die Stimme ist schon noch da. Natürlich ist es eine Riesenfreude, dass wir so einen Auftakt haben. Wir haben echt super im Vorfeld trainiert. Der Eindruck hat uns nicht getäuscht, und jetzt haben wir Gott sei Dank einen super Auftakt gehabt. Sagt man ja immer, bei einer Staffel darf man sich erst ganz, ganz zum Schluss sicher sein, kann immer noch viel schief gehen. Als der Foucault auf der Schlussrunde immer schneller wurde, haben Sie da noch mal leichte Zweifel bekommen? Ja, klar, also leichte Zweifel. Wie Sie gesagt haben, im Endeffekt, erst wenn man über der Ziellinie ist, dann machen wir im Endeffekt die Platzierungen aus. Aber ich sage jetzt mal, der Simon hat schon kontrolliert nach hinten geschaut. Ich denke, dass er schon kontrolliert hat, wobei der Foucault hat schon gewaltig angegriffen. Waren sie Gott sei Dank nicht einig, Schipolin und Foucault, und dann ist Gott sei Dank für uns ausgegangen. Sie kriegt man ja normalerweise so schnell nicht aus der Ruhe. Haben Sie aber bei dem Ding da auch ein bisschen gezittert? Ja, ich glaube, man hat schon gesehen, dass sie noch ran wollten da hinten, aber als sie dann am höchsten Punkt waren und doch eher taktiert haben, wer jetzt Zweiter und Dritter wird, dann war es doch schon sicher, dass das für uns gut ausgeht. Hat das Auswirkungen auf den weiteren Verlauf dieser Weltmeisterschaft, dieser wunderbare Auftakt? Ja, ich denke, es gibt der gesamten Mannschaft genug Selbstvertrauen jetzt für die anstehenden Einzelwettkämpfe. Ich denke, das ziehen wir da raus, und ich denke, so können wir jetzt weitermachen. Das wollen wir Ihnen wünschen von Herzen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch nochmal. Tolles Rennen, prima. Ja, so können wir auf jeden Fall weitermachen. Das wird Simon Schemp sicherlich auch nicht anders denken. Der hofft ja natürlich auch hier bei der WM in Hochfilzen, nachdem er jetzt hier Gold gewonnen hat, auf seine erste Einzel-WM-Medaille. Hat ja in den vergangenen beiden Jahren es nicht weiter als bis zum 8. Platz geschafft. Hier nochmal der Jubel von Andreas Stitzel draußen an der Strecke. Da schauen wir natürlich auch mal gerne zu. Ich wollte mal fragen, Sven, bei Vanessa Hinz war relativ schnell klar, dass das Material heute auch gut ist. Die Techniker gut gearbeitet haben. Wir haben es ja gerade schon von den Reportern gehört, die sind auch extra früher angereist. Beruhigt das dann schon mal alle, wenn man weiß, das Material läuft?
ist enorm wichtig. Und gerade im Biathlon ist es ja so, dass alles auf einer Runde stattfindet und relativ gleich der Schnee sein müsste, weil es ja alles so ein bisschen durcheinander wirbelt, auch dadurch die Herren und die Damen ja zusammen immer laufen und trainieren. Aber hier ist es so, dass es in den Seitentälern und ganz anders ist. Also man hat einen kompletten Sonnenschatten und mal ist die Sonne voll drin. Dann gibt es ja Übergänge mit Halbschatten. Also man hat so 4, 5 Schneearten und da mussten die Techniker natürlich ein gutes Maß finden, obwohl es auf einer Runde war, waren doch viele Schneearten. Und das war wichtig und gut, da einen Punkt zu finden. Und ich denke, wenn man mal in die Wachskabine reinguckt, von den ersten bis zum vierten Läufer auch verschiedene Wachse bzw. Struktur oder auch vom Belag her musste man reagieren, weil sich es auch da verändert hat. 4, 5 verschiedene Schneearten habe ich jetzt neu gelernt. Also was nicht alles gibt, noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr. Aber heute hier Gott sei Dank nicht. Ja. Ein Wort noch zu Arne Pfeiffer beim zweiten Schießen, als er ja diese sensationelle Serie hingelegt hat. Das schafft ja sonst nur Johannes Tinius Bö. Da hast du währenddessen gesagt, ich habe es im Gefühl, der schießt nicht daneben. Ja, man hat, bevor wir diesen Schießtrick gesehen haben, wo man dann gesehen hat, der fehlerfrei ist, also fast schon im Liegendbereich oder war auch im Liegendbereich. Wir sehen es hier nochmal schön. Da hat man von außen das Gefühl gehabt, da ist der Rhythmus vom Atmen her, kurz die Phase, hier liegend frei, wieder im Liegenstrahl frei. Also das war schon top. Und das ist auch als Athlet, wofür du trainierst, wo du sagst, ich möchte das erreichen. Und wichtig ist, dass er, also ich hoffe, dass der Arndt im Wettkampf es gar nicht so gespürt hat, sondern dass er sein Rennen bzw. seine Schutzabgabe so hatte. Und hinterher freut er sich, wenn es natürlich so war. Und das ist, wie gesagt, für die Jugend, Nachwuchs, so muss man es machen. Wir nähern uns dem Ende unserer Sendung. Das letzte Wort gebührt aber Simon Schemp, dem Schlussläufer. Hast du noch kurz gezittert, als die Kollegen Foucault und Schipulin hinten dran waren? Ich habe auch an das Sportverhalten bzw. in die Fähigkeiten an Simon nicht gezweifelt und habe gedacht, okay, selbst wenn die ranliefen, sie sind kaputt und da ist beim Simon auf alle Fälle noch ein Turbo drin. Also, es war der perfekte Auftakt an einem perfekten Tag hier in Hochfilzen. Gold für Deutschland vor Frankreich und Russland.